Also viel Metall. Ein Metallklümpchen ist hier über dem Wasserfall. Da oben einer. Da war ich aber schon, da weiß ich nicht, ob da welche sind. Und boah, der hat total viel schlechtes Fleisch jetzt drin, der Vogel. Hast du denn noch gutes Fleisch? 200, ja, habe ich noch, aber okay. 200, 254, ganz schön viel schlechtes Fleisch. Kannst du wegschmeißen. Wir haben genug davon. Scheiße. Das brauchst du eigentlich nur, um die Töpfchen zu machen. Okay. Die Narkosetöpfchen. Aber irgendwie frisst der jetzt nicht, oder? Nee, du musst ihn zwangsfüttern, der ist ja satt eigentlich. Sonst dauert das länger halt. Aber wenn du jetzt unterwegs bist und der noch irgendwie ein Bissen abbekommt, ist er nachher tot. Das wäre schade drum. Ja, aber ich habe ihn jetzt die ganze Zeit gefüttert und irgendwie füllt sich das Fleisch. Das geht langsam. Ja, das geht nicht so schnell. Was ist, wenn ich ihn 5 gleichzeitig fütter? Kannst du machen. Kannst du machen. Kannst auch, du kannst auch die E-Taste gedrückt halten. Wenn du drüber gehst, dann rattert das so durch. Ja, rattert nicht durch, weil die ja so eine Wartezeit haben. Ne? So ein Cooldown. Früher konnte man das machen, stimmt. Na, das geht schon noch. Das geht recht schnell. Mhm. Aber wie gesagt, das Leben steigt dann langsamer jetzt. Also langsamer, als du drücken kannst. Hm. Aber der heilt sich dann noch. Oh, das ist ganz blutig, der Knight Rider. Mensch. So, ja. Okay, also das war du knapp. Du hattest jetzt gesagt, irgendwo hinten ist über Fleisch. über den Leuchtturm hinweg, da war Eisen. Was meintest du jetzt? Das ist doch hübsch. Ein hübsches Gefängnis. Flatti, flatti. Wo kriege ich denn die Teile hin? Villager Roof Corner Right. Da hat jemand anders gebaut, oder? Mhm. Unsere Nachbarn. Ah. Sobald die aus der Tür rausgehen, sehen die unseren Leuchtturm. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen suchen, hier am Berg hoch. Hier hatte ich noch Eisen gesehen. Ah, da oben. Die kriegen eigentlich ein viel zu schönes Dach hier. Komm mal hier. Ich muss erst mal gucken, wie das ausschaut, weil ich habe das noch nicht gesehen. Eben, darum zeige ich dir, dass das passt wieder hier, nicht. Goldene. Pack ganz nah ran. Genau. Immer mache ich das. Hä? Okay. Oh. Hä? Ah, jetzt hat. Oh. Was hat er denn jetzt gemacht? Gekackt, gegessen, weiß ich nicht. Der hat sich irgendwie böse angehört, als ob er sich Knochen gebrochen hätte. Ja, die machen immer so irgendwie lustige Geräusche. Das ist doch geil geworden in mein Gefängnis. Jetzt hätte ich ja gerne. Also alles überpacken ist mit. So, Transfer-Tee, okay. Gut. Eigentlich muss das ein bisschen kaputt sein. Kannst dich noch bewegen? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Aber den Vogel weiß ich noch nicht. Kann der Vogel sich bewegen? Na, geht's da drauf? Hä? Move closer. Achso, okay, jetzt. Ich verstehe nicht, dass das schon wieder nicht passt mit dem Dach da oben. Ja, so gerade eben. Ich nehme die anderen beiden noch mit hier, den Dumpen. Achso. Ich brauche hier noch. Sonst schmeißen die ja Sachen rüber, das geht ja gar nicht. Die klettern da ganz schön viel raus. Da unten ist auch noch eins. So, hol ich mir noch. Ich glaube, ich bin dann auch voll. Ja, voll bin ich, glaube ich, noch lang nicht. Also ich habe 540 von 873. Ja, ich hatte noch einen anderen Kram mit. Ja, bei mir war er eigentlich recht leer. So, ich brauche mal Metall. Bringen wir jetzt mit. Ja, ganz viel. Ich nicht noch was auf meinem Floß? Nein! Du blöder Vogel! Hat er mich geschubst? Ich lief hier vorbei an dem Vogel, hat mir ein Bein gestellt, das Arsch. Ich bin gleich ins Wasser gefallen. Gescheit hat er es gemacht.
So, wie schaut denn der Vogel aus? Ja, 710 von 873. Jetzt hat, muss ich los. Du musst ja auch noch drauf, ne? Achso, bin ich so schwer oder was? Weiß ich nicht. Oh. Oh. Okay. Mal Steine weg, die kann man gut mit der Knutschkugel da farmen. Hoffentlich passen die vom Winkel, sonst drehe ich durch hier. Also Steine und Holz haben wir ja vor der Haustür. Stimmt, Steine habe ich ganz. Siehst du eigentlich, was ich drin habe? Sag mal so, das sind Erfahrungswerte. Wenn du da auf die Steine klopfst, hast du auch Steine mit. Ach so. Du kriegst ja nicht nur Eisen. Jetzt geht's einigermaßen. Ach so, hier bis morgen früh. Warte mal. Nee, du musst noch was wegschmeißen. Der wird ja auch müde und kann nicht mehr fliegen und dann ist das blöd. Narkotik. Das Zeug wiegt alles nicht so viel. Na, aber Metall will ich jetzt nicht wegschmeißen. Aber dann schmeiß da lieber 10 Metall weg und komm nach Hause damit. Lass einfach mal fallen, ich kann das noch einsammeln. Ja, jetzt halt, wenn ich jetzt schnell fliege, dann geht's einigermaßen. Das ist blöd. Kreston will ich da haben. Da auch nicht. Ach, aber der frisst auch von selber. Hab ich gerade gesehen. Ja. Muss die jetzt auch Steine wegschmeißen. Das Haus ist gar nicht da. Wird wahrscheinlich jetzt aufploppen. So pluff. Ja, das baut sich so langsam auf. Teil für Teil. Also wir machen jetzt einen Close Shot vom Leuchtturm. Da ist ja sogar ein Felsen unten. Den haben sie auch extra dahin gebaut, dass man einen Leuchtturm bauen kann, oder? Sieht so aus, ne? Kann sein, ja. Da vorne ist auch noch so ein Felsen im Wasser. Da ist irgend so ein Holzbrett drauf. Ja, ja. Von da unten ist ja auch hier in dieser Bucht ist ja auch ein Schiff, ne? Ein abgesoffenes. So ein Segelschiff. Aha. Haben wir aber auch noch nicht angeguckt, weil wir noch keine Taucherausrüstung haben. Wir haben keine Taucherausrüstung und kein Hai oder sonstiges, was auf uns aufpasst und wir sind Schisser. Da ist mein Gefängnis. Guckt euch mein Gefängnis an. Was war mal ich? Dein Vogel ist ganz kaputt. Ich weiß. Waren die Dinos. Wie viel Leben hat der? 15.000? Ja, dann hat er aber richtig einen auf die Fresse gekriegt, ne? Nee. Die 15.000 habe ich erst danach gelevelt. Ach, die hast du gelevelt, ja. Dann darf er Schaden haben. Dann hat er Schaden gehabt. Der kriegt ja Schaden. Wenn du levelst, hat der ja eigentlich Schaden dann gekriegt dadurch. Ja, das frisst er von alleine. Das ist, kannst du so lassen. Ah. Ja, hier, das ist Gefängniszellen. Zeig mal. Cool. Darf ich da schlafen? Du willst? Du schließt noch ab, wenn dir das möchtest. Was für ein Gefängnis, da geht sogar die Tür von alleine. Ja, das sollte eigentlich nicht. Das habe ich noch nicht eingestellt, dass sie. Du kannst bei diesen. Sogar mit Bett. Du kannst irgendwie bei diesen Türen. Wenn man die da trifft. Ein Fünf-Sterne-Gefängnis ist das. So, jetzt holen wir mal das Eisen da raus. Nein! Oh! Also das ist da erstmal hier etwas. So viele ich Tassen. Eigentlich eingestellt. Ja. Oh Gott. Ich level mal bei mir hier. So. Das bringt auch gut. Nix. Da können wir dann andere Leute einsperren von anderen Tribes oder sowas. Das ist ja blöd. Muss man alles machen. Das Dach ist Blitar. Gut, ne? So ein. Ja. Weiß nicht, wie ach, sich du das hast ja nur die Schrägen genommen, so, ja. so ein nee. Häubchen. Leider passt das hier wieder nicht, wie du siehst. Da ist wieder so ein Schlitz. Gibt es irgendwie einen Trick, wie man schneller das Eisen zu der Werkbank hinkriegt? Ja. Nee. Weil ich kann doch, könnte ich dir verraten, aber das ist doof. Das ist ganz. Es gibt. Es gibt so eine Pistole hier von dem einen Mod. Da kannst du ein Ziel und also eine Quelle und Ziel angeben und dann transferiert er das automatisch. Ich habe bloß festgestellt,
der transferiert alles, das ganze Inventar von A nach B, ne? Okay. Das Blöde ist nur, wenn du zum Beispiel so eine Brille, so ein Skin irgendwo raufgemacht hast, dann verschwindet der Skin. Und das wollen wir ja nicht. Nee. Deswegen wollte ich dir das nicht empfehlen. Ja gut, jetzt laufe ich halt ein bisschen hin und her. Ja, das macht ja auch schlank. Genau. Macht ja auch einen schlanken Fuß. Der hat hier wieder... Ach, die haben alle... Die haben sowieso alle hier, ne? Beeren sind noch genug da. Fleisch ist noch genug da. War was. Schafe haben wir noch. Wo sind denn die roten X? Die sind doch noch drauf, ne? Ja. Ich habe das ein bisschen vergrößert, damit man von hier außen den nackten Felsboden nicht mehr sieht. Ja. Das eine Tor hier weggenommen, weil das nicht mehr da drauf knappen wollte. Wieso ist das eine Schaf eigentlich so hässlich angemalt hier in Blau? Da musst du deinen Treibchef fragen. Wen denn? Den Krebock? Ja, der, das ist ein Noob, du. Und immer so ein Quam. Oh, das sieht so Sünde aus hier mit deinem Vogel. Dass der so kaputt ist? Ja. Mhm. Das sagt man hier oben im Norden. Das ist Sünde. Da musst du dich auch erst dran gewöhnen. Ich steig jedes Mal drauf, anstatt... Nein! Nein! Er hat mich ins Wasser geschubst. Bleib da! Ich darf nicht pfeifen, oder? Was hat der denn hier gemacht? Der ist jetzt davon geflogen und jetzt hockt er im Wasser. Mein ja. Die sind manchmal ein bisschen eigen. Ach, ich kann ja hier runter. Stimmt hier auch. Ich hab die Mauer im... ja, so. Das sieht gut aus hier. Das finde ich gut, das Gefängnis. Ich flieg jetzt mal direkt hier zur Tür, dann kann ich hoffentlich schneller. Oh, diese Pflanzen hier. Ich habe ja riesige Pflanzen, wenn man so komisch guckt von hier unten. Ja, ja. Die in den Fimmel, die in den Himmel ragen. Sag jetzt mal nix. Ich sag mal nix. Oh Mann. Also das ist ja mal echt blöd. Hier steht ein Tisch. Ja. Oh, hier will ich jetzt sitzen und Kaffee trinken. Hier draußen gibt's nur Kännchen. Na und? Der ist aber weit weg. Also das Metall hier, das habe ich mir hart erarbeitet. In der Werkbank. Ja. Oh. Und da rein da noch? Das habe ich bald geschafft. Die schnappen ja lustig, diese Dinge. Ja, es ist grausig, diese Dinge halt. So, wo setze ich denn jetzt diese Mauer hin? Hier vorne vielleicht? Go, go, go! Wieso? Ich bin zu schwer, um zu hüpfen. Aha. Das ist ja cool. Das ist ja auch apart, muss ich sagen. Was? Ich mach dein Gefängnis. Ich mag deinen Charakter. Der schaut so schön wichtig aus. Ach, den Charakter, ich dachte mein Charakter. Nee, weil da fehlt nur noch der weiße Rauschebart und so eine rote Kluft, dann schaust du aus wie der Weihnachtsmann. Ja, das hättest du gerne, ne? Ja, ja. So. Ist das so richtig? Oder okay, für diese Folge heute baue ich nochmal die ganzen Foundations und dann nächste Folge wird dann endlich mal gebaut. So, okay, warte mal, wie waren das gleich? Structures, Foundation. Oh Gott, wie viel muss ich da bauen? Jetzt recht viele, denke ich mal. Ich baue erstmal 10 Stück. Boah, Alter, braucht die viel Metall. Ey. Ja, sind so, was meinst du, was ich heute los war für den Leuchtturm? Es gibt ja die runden Teile leider nur aus Metall, ne? Ja. Und ich habe hier Mauern hingemacht. Du, ich würde die Leiter da hier an der Seite machen. Und hier an der Seite nicht diese Mauern hin. Dann kannst du da noch eine hinsetzen. Ja, wollte ich ja nicht. Ich wollte hier eigentlich die Leiter lassen. Würde dir eine Seite machen. Hier sind die doch schon. Da ist schon eine Leiter. Echt? Ja. Ein bisschen weiter vorne.
Nee, da, da. Nein, nicht da. Andere Seite, da. Nicht da. Vorne. Da, jetzt hier. Bist du hinten. Vorne ist da. Beim, ah, ja, hier sehe ich sie. Beim Dings. Ja, da würde ich ja wirklich gleichmäßig machen. Das sieht sonst komisch aus. Ja, da kommt noch eine hin. Aber die kann man so halb da reinsetzen. Das fand ich witzig. Du könntest die Leiter auch hier machen, weil es ist sowieso schon eine kleine Sandbank. Ist hier, der Triceratops gefährlich? Der was? Nein. Nee, der ist lieb. Solange du ihn nicht haust. Okay. Er wehrt sich. Aber ansonsten tut er dir nichts. Kannst du sehen in unserer Folge, war das 7 von Valhalla? Wo wir lokal noch gespielt hatten. Da waren wir noch gar nicht im Arx. Wir waren, glaube ich, auch Level 8 oder so oder 10. Und der Dreieck, ach, der ist nur Level 8. Komm, wir brauchen Leder. Ja. Der einzige Leder gekriegt hat, war der Dreieck, glaube ich. Der Shop's nämlich richtig gut, ne? Ja. Battlements. War das ein Battlement? Das war ein Battlement. Ne? So ein brauche ich. Ah, der kann. Boah, der kann. Hä? Was zur Hölle? Jetzt hat er sich rumgedreht. Das kommt mir vor wie damals auf dem Reiterhof. Wirklich, ich war mal als Kind, war ich auf so einem Reiterhof, in Ferien auf dem Bauernhof. Und. Was macht denn der? Dreh dich rum? Ah, Rückwärtsgang. Ferien auf dem Bauernhof und da war so ein Esel und auf dem bin ich immer rumgeritten und eines Tages hat er sich einfach hingelegt und das Problem war, der hat sich auf mein Bein draufgelegt und ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann war ich eine halbe Stunde mit dem Esel da gelegen und der hat keine Anstalten gemacht, irgendwie wieder aufzustehen. Esel halt. Witzig. Und ja, dann, nach einer halben Stunde war aber mein Fuß eingeschlafen. Das war dann nicht mehr so witzig. Und dann wurdest du gerettet, oder? Nee, der ist dann einfach irgendwann auch so aufgestanden. Ja, das war schon cool. Da waren Max und Moritz. Das waren zwei Haflinger. Und das waren meine Lieblingspferde. Das sind so ziemlich große, ne? Ja, genau, mit diesen Büscheln unten, genau. Weißen Büschel. Ich kenne mich nicht aus mit Pferden. Ah, den kann ich wenigstens direkt da hinstellen hier. Ich glaube, das ist runter. So. Dann. Einmal hier hin. Sei denn, man könnte da jetzt... da muss doch noch ein Klümpchen hin. Die Säulen... hier in die Mitte machen. Das wäre ja nett. Kann man natürlich nicht. Wie kann man in den Tisch reinlegen? Unendlich, oder? Nee, die haben auch gewisse Anzahl. Nein, steht in der Mitte eine Anzahl, wie viel drin ist. Aber so 250, glaube ich, hatten die Tische. Also eine Menge passt rein. Jetzt weiß ich, was ich wollte.